Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, das Relikt wird hier getragen. Die anderen bleiben dort, okay. Wir nehmen immer nur eins scheinbar. Und wahrscheinlich werden wir auch dieses Mal den Stein nicht holen. Was? 10, 15? 10, 15. Ah, man braucht zu viel wahrscheinlich. 10, 55. Ja, die warten noch auf den, ja. Ich dachte, es wären 3 oder 5. Aber wir sind hier nur... Also es gibt nur 4 60er. Und 2 oben 55 noch. Ja. Scheinbar zu wenig. Also greifen wir nochmals die Warm-Ding an. Holen noch die Warm-Master-Coins. Und ja, vielleicht werden wir heute aber noch in diesem Part die Quest machen. Weil, ja, dreimal dann Zeiten ist ein bisschen langweilig. Und ich bin ja nicht auf Warm-Master-Coins aus. Wäre auch nicht so gut, mit Level 49 Warm Master zu sein. Dann wäre ich wahrscheinlich der der unwillkommenste, also der am wenigsten gemacht hat für den Warm Master. Nein, da brauche ich noch 100.000. Das ist klar. So. Die Syrten weg. Ein paar sind hier. Egal ob ich sterbe, aber ich will ein paar angreifen. Aber allzu viel nicht. Kommt viel Schaden. Der greife ich an. Das ist eine Hamera. Aha. So. Wir greifen noch den Wächter an. Wir kloppen das Tor. Ja, jetzt klopfen wir auch. Scheinbar irgendwas angekriegt haben, was war's? Ich mag das nicht mit dem Anklicken. Vergiss es immer, also ich klick drauf, aber es wird nie angenommen. Schade. Man trifft sie auch nie. So. Trifft sie nie. Ich habe keine Buffs. So, ich will ein paar Buffs aktivieren. Gut. Ja, sie hätten alle ab. Entweder tot oder abgehauen. Ah, ich will jetzt gerade nicht Sirte sein. Ich bin noch leicht Level 55. Da ist mir gerade ein bisschen lang. Ich will Schütze sein oder so. Hexer. Aber ich habe Baba genommen, weil es halt einfach auch ein bisschen schwieriger ist. Das muss jetzt nicht der Beste sein oder so.
es dafür dann später einfach cooler wird. Wegen der Coolness vor allem. Ja, gehen wir weiter, okay. So. Komm. Okay, 7. War der schon tot? Richard Jones. Ich mag Baba nicht, ich bin aber selber an. Die Barbaren sind immer die, die am meisten Ausrüstung haben, alles mögliche und dann mich im zweiten den kloppen. Oh, kommt schon. So, ja. Haben wir zu wenig Schaden. Tun wir wieder Ritter angreifen. Die Game sowieso am meisten. Ich will nicht den falschen Buff einsetzen. In Stresssituationen ist es viel schwer. Die, die noch Stress haben wie ich. Ich will ja auch nicht jedes Mal sterben, Gott. Aha. Okay. Von Sirtis. Der, ein Clan mit Geschichte. Hä? 14.12. Ah, der Clan wurde aufgelöst wahrscheinlich. Okay. Okay. So, die holen wahrscheinlich den Stein jetzt. Das hatte ich wahrscheinlich mit. Nicht alle. Jetzt gehen nur. Warte, was? 2. Ich will aber hier nicht sterben oder so. Ich gehe rein wahrscheinlich. Ja, ich gehe rein. So. Aber nicht da raus, oder? Da kommt einer. Kommen sie schon wieder. Schlimm, ne? Schlimm. Fänd's cool, wenn der Baba eigentlich Armbrüste oder so hätte, damit er wenigstens ein bisschen von Reichweite angreifen kann. Könnte ich jetzt hier oben stehen und mit der Armbrust richtig die Köpfe einschlagen. Aber es wurde ja gesagt, dass Armbrüste vielleicht mal kommen, oder es wäre sicher, aber die Entwickler entwickeln so extrem langsam, dass so ein winziger Patch rauskommt und jetzt gar nichts, also vor dem Patch ist nichts rausgekommen, 2 Jahre, und jetzt werden wahrscheinlich wieder 2 Jahre vergehen, bis der nächste Patch rauskommt, der auch wieder eigentlich nur Item-Shop-Items kommen. Ist ein bisschen blöde, oder? Amika. Ja genau, wieder belebt sie. Ja, sehr, sehr verbuggt. wie die sich einfach versteckt haben und dann angegriffen. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich dann... Okay, sie kommen. Schaffen es wahrscheinlich auch.
Bridget Jones, du bist auch hier. Dann halt diese Punkte da. Dankeschön. Da ist sie. Okay. Kurios. Echt kurios. Naja. War aber spaßig. Aber jetzt gehe ich wahrscheinlich 441. Okay. Recht viel geholt. Obwohl es mir irgendwie nicht angezeigt wird oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie man noch die Punkte bekommt. Bunko tot vor dem Tor. Bunko tot, Bunko tot. Sie greifen wieder an. Buffgiften. Buffgiften. Buff mich mal buffen. Keine Beschieß wieder hier. Stein 4, 10, okay. Sind zu viel. Komm jetzt. Ja, ich kann nicht denken. Dann hat den. Ah, der hat da wahrscheinlich auch überlegt wegen dem Buff. So. Auch 4. Der obere. Besiegt oder was? Ist er geflohen? Manchmal mache ich irgendwie 2000 Schaden und bekomme keine, aber manchmal mache ich 34 Schaden und bekomme eng kurios. Mal wieder schauen. Das sieht man nicht so gut. Wahrscheinlich wegen der Position. Gut, schön durchschauen. Okay, danke, dass ihr mir nicht angreift und dass ihr hier nicht kommt. Nice. Ach komm. Boah. Hält es wieder los, etwas. Gott, oh Gott. Wahlen doch mindestens 8, 55er. Ah, jetzt haben wir die Punkte bekommen. Endlich. Und jetzt sind alle wieder weg. Da ist noch. Da kann man am besten angreifen, weil er nicht Schaden glockt. Jetzt kommen die anderen wieder. Jetzt regnet es Punkte. Aber... Was? Ich greife doch den nicht an. Ah, da, der habe ich angegriffen. Manchmal denke ich, meine Maus macht alles selber, ohne dass ich irgendwas drücke. Aber wahrscheinlich ist Regnum halt nicht so gut beim Checken von den Mausbewegungen. Ja. Was wollt ihr jetzt hier drüben? Ah, ich geh dran. Tschüss. Ich hoch. So. Ich bin wieder überlastet, hab wieder einen schönen Buff.
Dumms. So. Jetzt werde ich wahrscheinlich da umgebracht. Ich hau mal ein bisschen ab. Ja, jetzt fertig ist. Mache ich auch fertig. Die Punkte sind jetzt auf 22.600. Und ja, es reicht langsam. Also sollen wir das den Wall nochmal angreifen? Ne, die greifen den Wall wahrscheinlich nicht an. Noch kurz ein paar Warmaster Coins einsammeln. Ob das wieder geht. Na, der eine ist gestorben. Nein, ist vorüber. Okay. Ja, dann gehen wir, sag mal. Nein, wir machen jetzt wahrscheinlich die Quest. Der Izuma ist hier. Izuma ist immer der, der einfach irgendwo hingeht und da steht. Oder er angreift ein bisschen, aber er ist einfach immer da. Er ist einfach der Troll der Runde und ja. Ich amüsiere mich ein bisschen manchmal. Nicht weil er irgendwas falsch macht, aber einfach weil er immer da ist und immer irgendwie nichts macht. Scheinbar ihm die Punkte halt nichts wert sind oder so. Oder es doch probiert die Punkte zu bekommen die ganze Zeit. Vielleicht ist er ja mega süchtig. Wie viele hier in Regnum. Völlig drogenabhängig. Punkteabhängig. Ah. Also, dann machen wir jetzt noch kurz die Quest, wenn wir können. Ich weiß nicht, was für eine Quest das ist oder wie. Wo ist der Rest? Sind alle drin? Also die anderen sehen wir nicht. Da die Party ja nicht voll ist, muss ich jetzt auch nicht rausgehen. Weil er wahrscheinlich sowieso jetzt gerade nicht joint. Ist Escoban der Clan-Leader. Ich glaube immer der Oberste, oder? Bin rausgeflogen. Aha. Ah, diese armen Syrten. Aber immerhin haben sie etwas geschafft. Auch gut. Bridget Jones wieder getroffen. Und ja. Also auf unserer Seite hat es Spaß gemacht. Und ich hatte endlich mal ein bisschen mehr als nur keine Chance. Das war auch gut. Mal gucken, morgen früh, ob es dann nochmals etwas zu holen gibt. Und sonst gibt es manchmal ein paar Levelfolgen. Das leider auch sein muss, also ja, sein muss nicht, aber wenn halt nichts anderes los ist, dann muss ich halt Levelfolgen bringen, wo wir einfach Monster kloppen, Monster kloppen, Monster kloppen. Und auch etwas Interessantes reden natürlich. Also eben wenn es langweilig ist, dann bemühe ich mich schon. Das ist halt ein bisschen Ding. Bisschen etwas zu reden gibt und so weiter. So. Ja, kommen wir zusammen. Ach komm, wir gehen kurz zusammen. Die Quest machen wir dann im nächsten Part. Dann nehme ich auch ein guter. Ich schaue, dass ich jetzt da noch aufnehme. Aber ich muss noch Pause machen. Ich habe jetzt schon zwei Parts mit dem. So. Sag mal, Pfötchen. Ja, mal verkaufen die Sachen.
SSH mal und steuern. Schöner war so ein Part der Folge auch und ja, wird es öfters geben, also mal schauen. Noch ein bisschen ja, aggressiver werden dann, wenn ich auch ein bisschen eine Chance habe. Und dann gibt es richtig coole Warzone Parts. Hier ist der Banshee. So. Seht ihr sie natürlich nicht hier. Scheinbar. Oh, die sind drin. Na, ah, jetzt sind alle hier. Sind gestorben am Südentor und haben sich dann... sind wahrscheinlich von diesem Wind oder von... also von... diesem Stein wahrscheinlich nicht von oben. Weil ja das Wind ist. So. Ich buff mich nach oben. Bisschen Wächter-Clopping machen. Was? Ich kann ihn nicht mal jetzt. Nein. Komm jetzt. Ja, jetzt. Ich kann ihn nicht mal angreifen mit dem Spell. Weil er so richtig buggt. Ah, nicht schon wieder falsche Taste gedrückt. So. Hä, ich hab die zwei gar nie gedrückt. Ho. Schön, wenn man nicht draufdrücken kann. Einfach ein bisschen Wächter kloppen. Aber wenn es nichts bringt. Und schön buggy. Okay, es leckt sehr fest. Ja. Also, Timer ist auch wieder nicht an. Okay. Bucknum XXL. Was? 2K WMC? Abfangen, abfangen. Los, abfangen. Nein! Bei der Rahschlacht. Schlucht, aha. Die Rahschlacht. Es ist keine... es ist ein... es ist ein, wie soll ich sagen, Kessel. Da ist ja die Schlucht. Aber sie können sich wahrscheinlich da drin verstecken, damit sie fliehen können. Wenn sie mal wieder weg sind. Oder locken sich dort aus. Da haben wir wahrscheinlich eine Schlucht. Hm. Ja, bekommen wahrscheinlich ja nichts. Wenn alle gehen, heißt das, man bekommt nichts. Okay. Und, hallo? Okay. Kurios. Ah. Also, ich werde... ja, noch ein bisschen leveln. Und dann nehme ich wieder auf, wenn wir dann die Quest machen dort unten. Jo. Also. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal, euer Dragowasser. Tschüss. Noch ein Part, noch ein Part, yay! Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum.
Wir müssen das Tor verteidigen, weil die Süden jetzt auch probieren wollen, das Tor anzunehmen. Und dazu müssen wir jetzt wieder zum Tor. Aber jetzt das andere Tor, unser Tor. Und einfach warten. Ich kann ja nicht so angreifen, wenn so viele Süden kommen. Also mal schauen. Ich hoffe nur nicht, dass die Süden jetzt irgendwo aufgeritten sind. Ja, mir egal. War wahrscheinlich ein Jäger. So, oder zwei Barbaren, die das Tor gleich aufgekloppt haben. Oder ist es automatisch gekommen wegen dem Ding. Aber gut, dass wir rausgegangen sind, weil die müssen wahrscheinlich zwei Tore haben, zwei Forts, genau. Zwei von diesen Ding-Gebäuden, damit sie angreifen können. Und ja, dadurch habe ich gleich noch Glück gehabt, dass sie dann erst gekommen sind. Vielleicht haben sie auch gewartet auf mich, damit ich rausgehe, dass ich wegkomme. Kommt sich gut. Hallo zusammen. Ich gehe nach oben. Weil ich sowieso nichts zu melden habe, wenn zu viele ankommen, bin ich immer in Millisekunden tot. Benji. Na? Mal schauen. Oh, es macht so viel Durst, so viel Reden, so viel Parts hintereinander aufzunehmen. Ich hatte noch zwei Minecraft-Parts aufgenommen vorher. Ah, schön. Dann habe ich den ganzen Tag Zeit für Sport. Und kann dann immer wieder Parts hochladen. Sehr schön. Heute kommen wahrscheinlich mehr. Mindestens zwei der drei Rechnung-Parts und zwei Minecraft-Parts oder so. Oder einer noch Grimdan. Sehr schön. Ab wann ist der Bogen? Ist doch ab Level 55. Oder hat sie nur ein Skin? So die anspruchsvoll ist schon. Sammeln, sag mal. Ah, schönes Plätzchen ausgesucht. Im Stein drin. Also zwischen den Felsen drin. Ich glaube, die haben da irgendwo Jäger und die sagen, oh, greif nicht die Mauer an, ihr werdet alle sterben. Nein. Hilfe. Ach komm. Zögert es nicht heraus. Greift einfach an und verliert. So ist die Devise. Warum ist Banane krumm? Wieso ist Banane krumm und nicht Banane? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also. Lalalala. Bisschen Rundgang machen. Wir sind doch eine Elitewache. Wir müssen ein bisschen patrouillieren. Oh. Ach komm, Zirten, ich will doch aufnehmen. Ich will das doch zeigen. Sie haben zu viel Angst und wir haben auch zu viel Angst und holen dieses Relikt nicht. Und wir schreiben auch nichts in den Chat, weil wir es einfach nicht mögen. Wir wollen uns doch nicht anstrengen. Es muss ja wirklich anstrengend sein, in den Chat zu schreiben die ganze Zeit. Das ist ein gigantischer Ding. Also am Abend ist manchmal was los im Chat. Da ist 99% off-topic.
und morgen ist zwar 100% on topic, aber nichts los, weil es nichts zu reden gibt. Tja, dieser gigantische Unterschied, das ist Wahnsinn. Aber dann sieht man wenigstens, dass Regnum nicht kaputt geht. AFK, Kaffee holen. Machst du Kaffee? Ich trinke nur äußerst selten Kaffee, weil ich, naja, es nicht so mag und ich brauche kein Koffein, dass ich fit bin. Jo. Und also dann bin ich zu faul. Wir haben nämlich immer nur Bohnenkaffee und das noch zu machen und so, kein Bock. Auch wenn wir eine vollautomatische Maschine haben, es ist nicht so mein Geschmack, also. Ja, man muss es sehr süßen und ich will nicht so viel Zucker in mich nehmen, weil ich auch Diabetiker bin und außerdem, na, es ist halt grässlich, finde ich. Dann doch lieber Kaffee-Eis. Das esse ich relativ oft. Und auch wenn es auch extrem gezuckert ist, so ein Eis mit Kaffee ist meistens doppelt so viel gezuckert als Fruchteis. Und Schokoeis. Okay, Schokoeis hat auch viel Zucker. Aber ich esse nicht so gerne Schokoeis, eher Schokolade, einfach so. Ach kommt, Leute. Also wird wahrscheinlich nicht angegriffen. Ah, ich weiß, was sie machen. Die machen eine Sammlung im Sammelfort. Die machen ein Museum auf. Oder scheinbar skypen sie jetzt oder den TeamSpeak 3. Unbedingt online kommen, wir müssen Invasion starten. Dann kommen sie mit 200 Leute. Aha. Genau so ist es. Na so. Ach schade. Also dann nehme ich später wieder auf, wenn es dann was los ist. Und jo, also. Schnitt! Die verkackten gehören Manny. Nur dumm das Volk und hau die raus. Kein Bock auf 30 Minuten Inva. Und vorher, haben sie geschrieben, dass ungefähr 5 oder 6 Syrten da sind bei Samal gewesen sind und jetzt gehen sie nach Norden und nehmen natürlich das Manifold noch ein. Vor allem, es ist einfach cool, sie meinen, sie könnten die Mauer angreifen mit den 5 Leuten und wir sind alleine 6 Leute in der Party und noch ein paar hier vorne, die jetzt auch weg sind, die sind wahrscheinlich jetzt auch rüber zu Manny. Die werden wahrscheinlich jetzt das Relikt wiederholen. Das vor allem, ja. Und jo. Ich bleibe aber hier. Weil ich sowieso nicht viel helfen kann. Jo. Mal gucken. Also eben, mit Mauerschlacht gibt es jetzt nichts. Leider. Aha, er geht auch noch. So. Ja, ich habe noch vorne ein paar eingeladen, weil ich jetzt der Party-Member bin, der Chef der Party. Will ich eigentlich nicht sein, aber wenn jetzt hier fertig ist, also wenn jetzt die Syrten erschlagen sind, dann gehe ich raus aus der Party. Und ja, werde wahrscheinlich auch aufgehen. Eben war so ein Punkte brauche ich mit Level 49 eigentlich noch nicht, weil es ja erst mit 60 losgeht. Und ja, so überlegen will ich auch nicht die Kirps holen. Und jo. Schade, aber ich hätte wirklich noch eine Aufnahme machen wollen, hätten
können. Aber wenn die Syrten natürlich nichts machen können und die Alsen wahrscheinlich auch nichts machen können, weil alle irgendwo Schule sind oder so, nicht diese Sucht, die sie haben, die wir haben, dann ist klar, da können wir auch keinen Krieg machen. Man kann keinen Krieg machen gegen Null. Lol, die haben alle, sind sie aufgewacht? Gibt's mal mehr als einen, der da immer herumsteht? Okay. Wahrscheinlich ist der auch Nachrichtendienst. Vielleicht sollte ich auch mal einen Ritter machen und einen Nachrichtendienst machen. So richtig. Ja, ich hocke jetzt vor dem Südentor und bewege mein Hintern nicht, weil ich einfach faul bin. Hab nichts zu erzählen, weil die Schlachten im Tor drinnen stattfinden. Jo, Nachrichtendienst aus. Finde ich cool. So, habt ihr jetzt das Ding, ja. Endlich. Und das andere habt ihr auch, gut. Ah, schön, wir haben schon wieder klargekommen. Ohne Probleme. Ist okay. Hä, haben die Eisen jetzt das Relikt? Lol. Jetzt fängt's dann an. Okay. Ah, je. Steht im Party. Ich hau ab. Hä? Boah, dieser Bullshit. Naja, ist schon gut. Aber, wahrscheinlich nicht so verkäuflich. Ich weiß nicht, manche Leute haben jeden Tag das gleiche Inventar. Die können das nicht abhandeln, aber schreiben sie jede dritte, vierte Minute in den Chat, in den Handelschat. Und ja, bringt ihnen nichts. Sie müssen nur die ganze Zeit on sein und das reinschreiben. Ah, sonst müssen sie wirklich nichts machen. Was ist jetzt? Habt ihr dann die Eisen verloren? Seid ihr aber unfähig? Okay, kann auch sein, dass 300 Eisen dort sind, aber das glaube ich eher nicht. Wahrscheinlich diese Aria, oder wie er heißt. Jetzt weiß ich nicht mehr den Name, weil er mir einfach nur 200 Mal in den Kopf schießt, weil sie sich die ganze Zeit im Chat nerven ab dem. Scheint nicht mehr, er sei ein Hacker. Ein schlimmer Hacker. Ist er aber nicht, er ist einfach ein gigantischer Suchti. Hat der Fabian erzählt. Ein mega Suchti. Noch süchtiger als uns Igen. So. Ja, aber ich will jetzt nicht. Es gibt ja keine Warmaster-Coins dort zu holen. Da müssen die auch nicht helfen. Es wird nur noch geholfen, wenn Warmaster-Coins zu erobern sind. Das ist das Problem. Kannst nicht springen, was, Biatsch? Oder Biatsch? Biatsch. So, wir haben's wieder. Yes, yeah. Ah. Na, wo seid ihr? Vorne irgendwo. So. Ja, ich gehe hinten zum Relikt. Danke, Aaron. So. Ein bissiger Panther. Aggressiv. Voll aggressiv. Komm, Panther. Hallo. So. Einen Part zum Vergessen, weil es einfach nichts passiert. Ja, also nächste Part,
dann mit Quest, hoffentlich. Hoffentlich kommt nichts dazwischen. Und ich werde jetzt dann noch leveln, aber nicht jetzt, nachmittags oder so. Okay, dann können wir eigentlich... Nein, wir lassen es dort bei der Quest. Und... ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ja, der Part wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger gehen irgendwann. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der Part-Ding hat, weil denn die ganzen Unterbrüche stören natürlich den Timer. Ja, ja, ich sage jetzt einfach tschüss. Wenn nicht, dann geht's halt noch ein bisschen weiter. Also, bye. Okay, wir nehmen noch das kurz ein. Der Part kann auch 15 Minuten gehen. Oh, schnell ins Boot. Wieso haben die irgendwie 100.000 Leben? Ja, genau. Ich bin einfach irgendwie 10 Minuten gestunt. Auch gut. Lieber mal ein bisschen bluten. Ja, sehr spannend. Gut, nächste Angriffe. Nee. Hm, nicht schon wieder. So. Das Tor angreifen, das Tor angreifen. Ein bisschen Waffen. So. Schön auf... Schön gelb verschwendet. Das ist doch mal toll. Ah, dafür liebe ich die Sirten. So. Na, wo sei die City? Hm. Ja, genau. X-Tower. Nimm das Wort an. Ich brauche ein paar Warmaster Coins. Aber die gibt's nicht. Ah, ich bin zu schwach. Oh nein, John, nein, 12 schon. Ja, genau. Ah, die Steuerung ist so verpackt. Hä? Passiert jetzt auch irgendwas? Okay, gut. Wenn ich nicht klicke, muss ich mich ja nicht umdrehen. Yes. Kann man eigentlich hier hoch? Scheinbar nicht, hä? Mann, ich will hier hoch. Wieso ist Regnum so böse? Ja, hier geht's jetzt wieder nicht hoch, weil ich runterrutsche. Ja, schade. Aber schöner Ausblick. Also Dankeschön fürs Schauen. Jetzt ist aber der Part fertig. Und wir fliegen ein bisschen. Wir schweben ein bisschen. Wir sind der Silver Surfer. Yeah. Okay. Können wir jetzt hoch? Mist. Also tschüss.